Ja, einen wunderbaren Tag. Ich habe die absolut Top-Expertin da, und zwar die Kirsten Weber. Kirsten ist ja in Spanien, in Alicante, und sitzt da auch irgendwie fest. Und jetzt gebe ich mal das Wort an Kirsten, weil die hat ganz, ganz tolle Tipps, nämlich genau für diejenigen, die mit Kind und Kegel ihr Homeoffice irgendwie in den Griff kriegen wollen, oder? Kirsten, was sagst du? Wie Ja, geht's dir? genau. Hallo. Ja, ich will ein paar Tipps geben für die, die jetzt nicht gewollt von zu Hause aus arbeiten müssen, für die das also ganz ungewohnt ist, jetzt nochmal von zu Hause aus zu arbeiten. Wir sind ja schon ein paar Tage voraus. Wir sind ja schon ein wenig länger eingesperrt. Und ich musste auch jetzt meine neuen Erfahrungen machen, denn ich arbeite ja von zu Hause aus, aber jetzt mit den Kindern, Haushalt, die Familie ist nochmal anders, und da ist es gut, und da komme ich gleich zu meinem allerersten Tipp, eine Routine aufzubauen. Ich weiß, es ist am Anfang ganz toll, dass man im Pyjama vorm Computer sitzen kann oder völlig wuschelig, weil keiner einen sieht. Aber es ist wichtig, für den Chip da oben ein bisschen auf Arbeit zu stellen. Auch für die restlichen Mitglieder der Familie zu zeigen, hier, jetzt, ich mache mich fertig. Ich bin nicht mehr im Pyjama. Ihr könnt im Pyjama, im Wohnzimmer, im Kinderzimmer sein, aber ich arbeite jetzt, dass das wirklich visuell für die rüberkommt. Super. Am besten eine Routine anfangen, auch vielleicht den gleichen Morgen, die gleichen Morgenroutine machen, dass alle wissen, okay, so jetzt, Mama, Papa, die fangen jetzt an zu arbeiten. Nach dem Kaffee, nach dem Frühstück, wir machen noch Sport zusammen zu Hause. Jetzt ist der Moment. Die Routinen sind wichtig, dass alle Mitglieder in der Familie verstehen, jetzt fängt ein neuer Abschnitt an. Jetzt fängt die Arbeit an. Ganz wichtig. Dann Tipp 2, sich einen Platz suchen, der möglichst auch dieser Platz bleiben kann zum Arbeiten. Es ist natürlich jetzt unheimlich schwer. Man wird jetzt sozusagen dazu verbannt, zu Hause zu arbeiten. Findet aber natürlich kein Büro vor bei sich zu Hause, sondern arbeitet vom Küchentisch aus, vom Wohnzimmertisch, vom Sessel, möglicherweise auch vom Bett im Schlafzimmer, weil das ein guter Rückzugsort ist. Nicht geschickt, aber jeder sucht sich wahrscheinlich sein Plätzchen aus. Versuchen, da möglichst darauf zu achten, dass, ganz wichtig, wie bei jedem anderen Arbeitsplatz auch, man soll eine Wand im Rücken haben. Man soll den Blick nach vorne frei haben. Wichtig jetzt, damit man eben den Weitblick auf die Zukunft beibehält. Die Hoffnung auf die Zukunft, dass alle die Perspektiven für die Zukunft frei bleiben. Gerade wenn man Angst hat, gell? Gerade wenn man Genau, Angst hat. gerade wenn einen die Panik greift. Übrigens, ganz nebenbei, Feng Shui ist, und ich merke es bei mir zu Hause, das A und O, um da gut durchzukommen. Ich habe noch nicht einmal Panik gehabt, ich habe noch nicht einmal Sorgen gehabt, ich bin wirklich voller Vertrauen. Und ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass viel einfach die Umgebung ausmacht, die da mitträgt. Einfach, wenn die positive Energie reinkommen kann, die trägt einen so ein bisschen mit, die trägt einen durch diese Zeit einfach besser durch. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Nein, du hast den Punkt getroffen, Kirsten. Also deine Tipps sind ja super. Also da, ja gut, also ich glaube, da muss ich auch noch an mir arbeiten. Ich gehe schon mal meinen Jogginganzug, aber ich habe auch keine kleinen Kinder. Da siehst du, dann suchst du dir jetzt die Interviews, damit du dich immer schön
Ja. Also ich habe, mir gegen die Rituale, gerade in Zeiten, wo es jetzt total wirr ist, oder es ist einfach ein guter Angelhaken oder Anker, an dem man so festmachen kann. Und eben sehr visuell für die anderen Familienmitglieder auch, dass jetzt was anderes ansteht für Mama, toll, Papa. Toll. Den Gegner von, ach, natürlich auch, nicht die Tür im, wenn man es nicht machen kann, dass man eine feste Wand hat, auf keinen Fall so setzen, dass man die Tür im Nacken hat. Dann hat man, ist man immer ganz, ganz unbewusst dabei zu gucken, was passiert, was ist da, kommt jemand rein, ist das Kind schon wieder da, hat es vielleicht die Tür aufgemacht und guckt, was ich so mache. Man ist nicht mehr drauf konzentriert und fokussiert, was man macht. Mhm. Also besser Tür im Auge behalten. Ja. Und was mir immer geholfen hat, wenn du diesen IKEA-Rolli-Wagen hast, der zu Millionen verkauft wird, dieser Metallwagen mit den Rädern offen dran, tu raus, was du da drinnen hast und nutze es jetzt in der Zeit einfach als wirklich Arbeitsbasis. Weil es wird so sein, dass du ein bisschen von A nach B gehen musst. Mhm. Wenn du am Küchentisch arbeitest, wird die Familie auch irgendwann essen wollen. Aber damit du nicht immer alles auf- und abbaust, nimm das sozusagen als Basisstation für die Arbeit. Oder nimm ein kleines Tischchen oder... Aber dass du da deine Arbeitssachen immer zusammenbehältst. Ganz, ganz wichtig war für mich, ich bin wirklich mit dem Wägelchen bei mir rumgefahren, ganz am Anfang. Habe ich also selber ausprobiert und ist toll. Man kann auch den oberste Fach einfach umdrehen und da den Laptop draufstellen. Immerhin, ja. Super. Und das ist dann wirklich eine kleine Bürostation, wo man alles zusammen hat, weil man eben keinen korrekten Platz hat. Mhm. Was ist noch? Es wäre natürlich das Nonplusultra, wenn man auch noch in seine gute Richtung guckt. Wenn man sich so hinsetzt, natürlich immer im Blick, Wand, im Rücken, Blick frei nach vorne und dann in eine für sich gute Richtung blickt. Ich denke, ich spreche im Sinne von allen jetzt, wenn wir einfach als Hilfestellung, normalerweise zahlt man natürlich Geld dafür, wenn ein Profi einem die guten Richtungen für einen sagt. Aber ich denke, wir wollen ja jetzt helfen in dieser Zeit. Und wenn ihr uns einfach, entweder mir direkt oder der Petra, in den Post rein Geburtsdatum schreibt und wir geben dann einfach die Info, welche Richtungen für dich wirklich gut sind. Damit du das auch ein bisschen mit im Blick haben kannst. Und das magst du gerne du. Also am allerbesten, wir posten vielleicht nochmal deinen Facebook-Account oder vielleicht auch die E-Mail-Adresse, weil dann können die direkt zu dir nämlich die E-Mail schreiben. Denn ja, Geburtsdaten sollte man ja nicht so öffentlich, gell? Es ist immer so was ich ganz datenschutztechnisches. Einfach im Messenger, eine persönliche Nachricht schicken. Dann an mich, Kirstin Weber, ich bin über meinen Namen oder eben über El Arte de Habitar. Meine Firma ist natürlich Spanisch. Genau. Deswegen ein spanischer Name, aber vielleicht können wir das einfach auch nochmal mit reinposten. Dann einfach über Facebook Messenger dann mir eine Nachricht schicken. Und ich gebe dann gerne die Zeiten weiter. Ja, super. Also, die Ausrichtung, Entschuldigung. Genau. Na, das ist doch super. Also ich meine, da hast du jetzt doch eine ganze Menge gemacht schon. Wenn man jetzt nur mal schaut,
Was du schon für Tipps mit den Ritualen, das hat ja, würde mir schon helfen. Ich bin ja jetzt nicht so ein Ritualtyp, aber das stimmt. Es gibt bei mir auch sowas. Ich mache meinen Kaffee, ich gehe zum Büro hin. Also das ist ja schon dann Routine drin. Aber ja, es hilft besonders, wenn natürlich Familie da sind. Ja, du hast jetzt die Richtungen gesagt. Also du hast hinten den Schreibtisch. Also was ich toll finde, auch das mit den kleinen, ja, wie soll man, Rolli, ja? Den man dann einsatzbereit hat. Ja, oder einen kleinen Tisch, ne, was man so als Hilfe nehmen kann. Man kann ja jetzt auch nicht raus und was Neues kaufen. Jedenfalls genau. Hier in Spanien nicht. Ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland mittlerweile ist. Ich glaube, IKEA hat zu, oder? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nur, Baumärkte und Lebensmittelläden haben auf. Also ich wollte ja zu Saturn. Die sind auch schon zu, deswegen. Ja. Also hier kann man wirklich nichts mehr, außer Lebensmittel kann man nichts mehr kaufen. Ja, bei uns ist auch so, ich wollte dann noch ein Mikrofon kaufen, ich muss jetzt mein altes noch benutzen. Habe ich mir dann online bestellt, jetzt funktioniert das Teil auch nicht, ein anderes habe ich jetzt. Aber ich meine, es ist einfach alles so, was toll ist für mich. Also mal nichts zu kaufen ist auch gut und das nutzen, was man hat. Aber wenn, dann kann man es ja, glaube ich, bestellen. Ja, was hast du noch für, du, ich weiß ja, dass du ganz viel im Petto hast, weil du bist ja einer der Top-Experten, gerade nicht nur in Spanien, sondern du machst ja auch viele Beratungen hier in Deutschland. Und wir haben ja schon einiges zusammen gemacht. Ich weiß ja, ich kann dich immer gut weiterempfehlen als die Expertin überhaupt, weil du hast schon viel, viel Erfahrung und gerade jetzt auch mit den Homeoffice hast du ja unheimlich viel jetzt auch Selbsterfahrungen gesammelt. Jetzt erzähl mal, was gibt's noch? Hast du noch was? Jetzt, selber Erfahrungen natürlich. Es gibt natürlich, wenn man sowieso generell schon im Homeoffice arbeitet, nicht nur jetzt ad hoc, weil die Situation ist einfach erfordert, sondern obwohl, wenn ich es mir überlege, ist das auch eine gute Sache für die Ad-Hoc-Leute, aber darauf zu achten, was man drumherum hat. Also im Homeoffice normal, wenn man wirklich permanent dort arbeitet, ist es, finde ich, unheimlich wichtig. Ich habe zum Beispiel bei einer Kundin, die macht jetzt Therapiesachen, die hat noch ihre alten Jura-Diplome an den Wänden hängen. Also es passt vorn und hinten nicht. Also einfach auch ein bisschen darauf zu achten, dass die Räume einen so ein bisschen unterstützen in dem, was man auch macht. Also aktuelle Sachen um sich rum haben, die einen zeigen, ja, vielleicht auch schon, dass man einfach erfolgreich, was man alles schon gemacht hat. Also wirklich darauf zu achten, was man drumherum hat. Dann natürlich du sagst ganz, mir jetzt, ganz wichtig. Was sagst du zu meinem Homeoffice jetzt hier? Du hast ja mehrere Homeoffice. Ja, aber das jetzt ist das Aktuellste. Was sagst du? Was würde dir das jetzt sagen? Ja, du kannst ruhig kritisch sein. Also sag mal, wenn das jetzt mein Homeoffice ist, was würdest du sagen, na Petra, jetzt aber klapp mal die Bücher weg oder sag mal ganz klar, wenn das jetzt mein Homeoffice ist. Also tatsächlich war das, was mir als erstes ins Auge gestanden ist, ist dieser schiefe Turm von Pisa mit den Büchern. Das sind die aktuellsten. Das sind die aktuellsten, ich lese, aber ist gut. Nein, du hast recht. Ja. Und natürlich, dass die Bücherreihe eigentlich abschließen soll mit dem Regal, ganz typisch. Weißt du, die Bücher rücken, damit das... Achso, damit es eine Einheit. Ja, damit es eine Einheit ist und nicht so... Aber das sind wirklich Kleinigkeiten jetzt. Nein, ich finde es gut. Ich finde es gut. Also ich... Hör immer ganz gern, weil, also Kirsten, es ist ja so, dass wir für uns selber immer blind sind, gell? Wir Feng Shui-Experten sind super für die anderen, ganz tolle, machen wir alles supi. Und für uns selber, gell, da denken wir, naja, das geht ja alles. Aber finde ich einen guten Tipp, weil sie mir mal wirklich freuen, die Bücher, gell? Ja, ich weiß noch ganz genau, als ich dir ein Foto von meinem Eingang gezeigt habe und du gleich, ja, aber die Spitze da drauf, die geht ja gar nicht. Die nehme ich nicht wahr. Man ist wirklich, ja,
blind für blind. Sich selber. Deswegen ist es super, wenn einfach mal jemand drüber schaut. Genau, das. Ich gerade das mit den Ecken und Kanten sage, natürlich auch sehr, sehr wichtig. Normalerweise achten wir da nicht drauf. Oder wenn wir uns jetzt einen Arbeitsplatz suchen, den wir sonst vielleicht gar nicht so benutzen, dann fällt uns das natürlich vorher nicht auf. Aber wenn Ecken und Kanten von Wänden, von Möbeln, diese Spitzen auf uns zeigen, über einen längeren Zeitraum, dann ist es einfach negativ. Es nimmt uns die Konzentration, es nimmt uns, man wird unruhig. Und dann kannst du natürlich auch wieder nicht ruhig arbeiten und dich auf das konzentrieren, was du tun musst. Dann wirst du vielleicht alle 5 Minuten mal auf Klo gehen, dir einen Kaffee holen, nochmal was Süßes naschen. Du suchst ja dann 1000 Gründe, warum du immer wieder aufstehen kannst und nicht unbedingt weiterarbeiten. Ja. Also deswegen auch, achte drauf. Kaschier sie mit Hängepflanzen, mit Tüchern. Manchmal reicht es, oder ganz, ganz oft reicht es ja schon einfach, das Möbel so ein bisschen anders zu stellen, auch wenn es jetzt nur provisorisch ist. Es muss ja nicht für immer bleiben. Die Situation jetzt wird ja auch nicht für immer bleiben. Genau. Also da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, was manchmal ganz gut ist, wenn der Berater kommt, ja, das ist wie so ein Foto, was er macht. Gell? Und er sieht natürlich um etliches mehr als wie viele, viele andere. Also deshalb macht ja Feng Shui Beratungen dir wahrscheinlich genauso Spaß wie mir, ja. Aber dir wahrscheinlich, du lebst ja total gerade mit den Büros, das weiß ich einfach, das ist ja deine totale Leidenschaft. Also dich kann man auch buchen, wollte ich nur mal dazu sagen. Ja, dich kann man auch buchen. Du bist ich bin auch oft in Deutschland, das heißt, es ist überhaupt gar kein Problem. Und es gibt ja auch viele Menschen, die in Spanien deutsch sind, also oder beziehungsweise dich gerne buchen. Ja, genau. Das geht auf jeden Fall. Ja? Also die Kirsten kann ich sehr empfehlen, die ist wirklich eine Top-Expertin, die hat alle Ausbildungen gemacht, die hat sogar den Feng Shui-Meisterbrief. Also da muss man sagen, die kommt nicht nur hin und macht Kleinigkeiten, sondern die kann wirklich gezielt was verändern, weil im Feng Shui macht man... Ja, bei einer Beratung geht es natürlich nochmal viel, viel tiefer. Was wir jetzt weitergeben können, sind natürlich nur Eckpunkte. Also die schon wirken. Ja. Die schon wirken. Basis, ich denke immer dran, du hast es immer gesagt. Wenn die Basis nicht stimmt, funktioniert es nicht. Da gehe ich immer wieder hin. Wenn ich irgendwas umsetze und ich sehe, es funktioniert nicht, dann gehe ich immer zurück und gucke, okay, stimmt es denn in der Basis? Ist denn da alles in Ordnung? Weil das ist immer doch das Wichtigste. Und darauf kann man dann eben aufbauen. Ja, super. 1000 Dank, Kirsten, für das wunderbare Interview. Ich denke mal, wir haben schon mal grob zusammengefasst, 15 Minuten, wirkliche Tipps, die man sofort umsetzen kann für das Homeoffice. Und da kann man locker, locker aus der Krise kommen. 1000 Dank und liebe Grüße an alle Kante und ihr da draußen. Ja? Jeder von euch bleibt gesund, seid stark und ich bin mir ganz sicher, jede Krise ist eine absolute Lebenschance und jetzt heißt es einfach umzudenken, was Neues zu machen, kreativ zu bleiben und das ist doch auch was Schönes. Bis dann erstmal. Ciao. Tschüss. Ciao.